Bein. Hinten ist so ein Häuschen. Vielleicht können wir da dran auch die Nacht verbringen. Ist nichts weiter. Gehen wir jetzt außen rum. Von der anderen Seite. Dieters Abhang. Okay. Hat er nicht davon erzählt? Hat er nicht tatsächlich sogar davon erzählt? Er ist, ach verdammt, auch abgebrannt. Ärgerlich. Warum ist das alles abgebrannt? Wir müssen doch irgendwo die Nacht verbringen. Oh, aber da steht was. Okay. Brauchen wir jetzt nicht. Ah, wir können hier in den Keller gehen. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Jetzt hier irgendwie wegkommen, oder? Hä? Wir müssen doch aber irgendwie von der anderen Seite an das Flugzeug rankommen. Ach du Sch. Okay. Interessant. Da liegt auf jeden Fall was, was wir gebrauchen können. Aber. Hä? Wie kommen wir denn jetzt an die Verletzten ran und an das Flugzeug von der anderen Seite? Wir werden einfach kurz zu Hulk und ziehen das da raus. Das wäre jetzt meine Option. Wie sind die da hingekommen? Wir könnten die Nacht dort im Keller verbringen. Schon dann morgen früh weiter gucken. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Das bringt uns alles nicht weiter. Krähenfedern. Kein an die Absturzstelle kommen. Wenn wir hier die Nacht verbringen, ist die Frage. Hier müsste es ja jetzt eigentlich warm sein, oder? Ja, hier ist schön warm. Ach, hier! Okay. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Flugzeug, Mahlzeit, Hähnchen. Schön. Guck mal. Toll. Liegt hier irgendwo was? Nee. Ah, wir müssen gucken. Päckler. X. Päcklade durch. Aber die haben immerhin gehalten. Frauen. Hier irgendwas sehen? Nee. Das ist auf jeden Fall Gepäck. Alter, ist das ungewohnt, so schräg. Nee, das nicht. Auch nicht. Auch nicht. Alles gut. Wir gucken jetzt erstmal oben alles durch. Müssen sowieso jedes Gepäckstück durchsuchen. Ja, was wir noch durchsuchen. Auch nicht. Vielleicht. Das ist so komisch. Das fühlt sich richtig seltsam an, ne? Koffer. Nö. Leicht. Nö. Nö. Leicht. Damit. Oh ja. Nichts mit Kapuze. Nichts zwischen denen. Noch irgendwie? Nee. Na gut. Autsch.
Hier ist noch mehr. Unglaublich, dass das jemand hier, dass das hier jemand überlebt hat. Ja, ist echt so. Oh, aber wir haben sehr viele Lebensmittel. Das ist sehr gut. Für die Mahlzeit. Hinten ist Säge. Ich will da. So. Das sieht alles sehr gut aus. Leiche durchsuchen. Ausweis. Okay. Ein Ausweis würde mir nicht reichen. Real Talk. Ich würde gerne meinen verstorbenen Freund oder was auch immer sehen. Sonst könnte ich es nicht glauben. Sonst würde ich denken, okay, die haben vielleicht nur den Ausweis gefunden. Auf einmal schon durchsucht, aber nichts drin. Okay. Weiß ich nicht. Haben wir jetzt schon ein paar gefunden? Was ist mit ihm hier? Ausweis. Sehr gut. Waffe durchsuchen. Brauchen wir nicht. Gucken gleich einmal, wie es aussieht mit uns. Wettersocken. Na, mal schauen. Wir müssen gleich mal irgendwo dingensen. Schlafen. Vielleicht im Flugzeug. Wird ja, wenn, dann im Flugzeug schlafen. Nee, bei den ganzen Krähen müsste man doch eigentlich massig Krähenfedern finden. Überall müssten die hier rumliegen. Der mit den Insulin, der müsste uns eigentlich auch sagen können, wie sein Koffer aussieht. Würde ich jetzt nicht. Auch nicht. Unsere Müdigkeit. Ah, Mist! Der Wollpullover. Wir gucken gleich mal durch, was wir von brauchen können. Da hinten ist so ein Medizintäschchen. Vielleicht ganz gut. Da ist eine Krähenfeder. Aha. Rauchen, gefrorene Leiche. Hilfeset. Wird dann jetzt hier einfach die Nacht verbringen. Koffer öffnen. Oh ja, nice. Die sind gut gegen Wölfe, bin ich mir ziemlich sicher, weil die leuchten ja auch. Ja, ich weiß, wir werden sehr lange für den Rückweg brauchen. Aber es wird sich lohnen. Wir werden eine Menge Zeug dabei haben. Eine Menge Zeug, was gebraucht wird. Ich brauche das keine. Haben wir durchsucht, war hier nicht eben noch ein Koffer? Wir gucken gleich mal. Wollen wir da oben schlafen oder hier? Wir schlafen jetzt hier die Nacht. Ich würde versuchen, da hochzukommen. Ich würde hier so hochklettern und dann da irgendwo mein Dingens hinpacken. Aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das so zu machen. Also. So? Dann müssen wir gut schlafen. Shit. Ist mitten in der Nacht, ne? Wir schlafen jetzt 12 Stunden und dann noch mal so 5 oder so. Es geht aber eigentlich. Wir sollten unbedingt was trinken. Ja, am besten die Orangenlimo. Ihr wisst, sie liebt Orangenlimo. Und das führt auch ein bisschen Lebensmittel mit. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir nicht so. Das ist sowieso fast. Fast nicht mehr so. Mehr so gut.
ja alles gesucht. Dadurch, dass der Mond anscheinend sehr hell ist. So.